So ist gut. Beweg dich. Los! Trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Dervan. D-E-R-V-A-N. Nicht Goidemar. Aber warum denn? Ich weiß, guter Mann. Namen du beim Dem gehören die Felder am anderen Flussufer. Am Wald? Bojan Klimmig. Guter Mann, Meister Heck. Ja? Was ist denn, Wolf? Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter. Sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Bis später, Wesemir. Was ist denn passiert? Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles! Tut mir leid. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einen der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten. Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Koffer. Sie geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich habe nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Habe aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Stets. Viel Glück.
Jebel Ebase. Da treffen wir uns wieder. Danke für die Rettung. Die Leute sagen ja alles Mögliche über Hexer, aber ich fand diese Gilde immer ehrenhaft. Deine Waren hast du noch, wie ich sehe. Mein Wagen ist noch nicht repariert. Die Zeit vergeht, meine Verluste wachsen. Brauchst du was? Ich gebe es dir für die Hälfte. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Pass auf dich auf. Komm schon. Beweg dich!
Oha, Götze. Wagenspur. Sie führen in den Sumpf. Da ist der Wagen. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Ich sollte mich umsehen. Ein Pfeil. Den hat er nicht erwähnt. Das muss die Schachtel sein, die er erwähnt hat. Mit Blut bespritzt. Menschenblut. Direkt ins Genick. Guter Schuss. Entweder hat der Kaufmann ein miserables Gedächtnis oder er lügt.
Halt! Oh, und? Hast du die Schachtel? Bisschen feucht, aber intakt. Endlich ist das Glück mir hold. Dir auch, Hexer. Hier, das versprochene Gold. Gute Reise. Schneller. Heya! Stiefelspuren. Ein Mann. Ein großer. Stinkt nach Pisse und Schnaps. Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Fluir in Herzer. Es sege in Avia. Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Wir haben hier viel zu tun. Sehr viel.
Disziplin, die fehlt euch. Hat seine Stiefel im Schiff verloren. Hat seine Stiefel im Schiff verloren. Hat seine Stiefel im Schiff verloren. Da ist was aus dem Schilf gekommen. Ertrunkene. Aber er ist entkommen. Er blutet, aber nicht stark. Oberflächliche Wunde. Die Spur führt wieder ins Dorf. Hier endet die Spur, aber ich erkenne ihn an den Wunden. Eins, zwei, drei. Die alte Hex kommt vorbei. Spuren von ertrunkenen Klauen. Das muss er sein. Hässliche Wunde. Bist du einem Ertrunkenen begegnet? Was zur Hölle geht dich das an? Oh, unser Brandstifter ist auch noch charmant. Komm, der Schmied will dich sprechen. Mit einem Anderling rede ich nicht. Alles Hundesöhne, vor allem die Zwerge. Gierige, kleine Elstern, für Gold machen die alles, oh ja. Sie schmieden die Schwerter, die uns die Schwarzen an die Kehle halten. Hab ich nicht recht? Hör mal, wir können das unter uns regeln. Ich geb dir Gold. Du verrätst mich nicht. Meine Mutter ist vor einer Weile gestorben und ich habe ihr Werkzeug verkauft. Hab schon was ausgegeben. Aber was noch da ist, gehört dir. Gut, einverstanden. Wenn du schwörst, dass du nicht mehr mit Feuer spielst, tust du es doch, dann komme ich zurück und jemand wird verletzt. Natürlich, Meister Hexer. Bei meiner toten Mutter. Hier, dein Gold. Und auf deine Gesundheit. Nieder mit den Schwarzen und den Anderlingen. Hey!
Ich konnte deinen Brandstifter nicht finden. Tut mir leid. Wie schade. Aber vielleicht schnappen die Schwarzen ihn noch. Brauchst du vielleicht was? Ich konnte ein paar Sachen aus dem Feuer retten. Der Amboss ist noch ganz. Was draufhämmern kann ich noch? Ich kann jetzt jeden Kopper gebrauchen. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Zeig mir, was du zu verkaufen hast.